Der Kia Sportage der ersten Generation war für den koreanischen Hersteller Mitte der 90er Jahre ein sehr wichtiges Modell. Das war damals ein Auto mit zuschaltbarem Allradantrieb, Geländeuntersetzung, 128 Benzin PS, seitlich angeschlagener Hecktür und außen angebrachten Reserverad. Das Auto war damals recht hemdsärmelig, hat aber durchaus seine Käufer gefunden. Wenn man heute sich anschaut, den Kia Sportage der mittlerweile fünften Generation, diese beiden Fahrzeuge trennen Welten. Die Motorenbezeichnung des Testwagens lautet 1,6 TGDI. Das heißt, wir haben einen 1,6 Liter Vierzylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Hybridunterstützung, kein Plug-in-Hybrid in diesem Fall, sowie einen permanenten Allradantrieb. Der Sportage Hybrid HEV ist in der GT-Version mit und ohne Allrad erhältlich. Der Motor verfügt über 180 PS. Die Systemleistung gemeinsam mit dem Permanent-Magnet-Synchronmotor wird mit 230 PS angegeben. Der HEV beschleunigt in der Allrad-Version in 8,3 Sekunden, in der 2WD-Variante in 8 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht in beiden Versionen 193 km/h Spitze. Ebenfalls bei beiden Varianten serienmäßig ein 6-Gang-Automatikgetriebe mit hydraulischem Drehmomentwandler. Beim Fahrverhalten gibt sich der Kia keine Blöße. Beschleunigungsvermögen und Traktion sind auch auf schlechten Fahrbahnverhältnissen perfekt vorhanden. Und der permanente Allradantrieb steht immer zur Verfügung und kann für individuelle Erfordernisse mit verschiedenen Fahrprogrammen selbstständig gewählt werden. Snow, Mud und Sand. Was für einen Benziner mit dieser Leistung, Allradantrieb und Automatik, bemerkenswert ist, der Testverbrauch hat sich bei knapp 7 Liter eingependelt. Das griffige Lenkrad und zahlreiche Sicherheits- und Komfortfeatures verwöhnen den Fahrer. Das harmonisch integrierte Touch-Display reagiert prompt und flink auf Eingaben. Unterhalb, nur durch die Lüftungsschlitze und den Knopf für die Warnblinkanlage getrennt, befindet sich eine weitere Touch-Bedienfläche für die Direktwahl oft genutzter Funktionen. Insgesamt ein sehr gelungenes, fahrerorientiertes Cockpit mit gehobener Anmutung. Ein zeitgemäßes Innenraumdesign kombiniert der Kia mit hochwertigen Materialien und einer überkompletten Sicherheits- und Komfortausstattung. Einige Highlights sind die elektrisch verstellbaren Sitze mit Memory-Funktion. Die sind beheizbar, im Sommer kühlbar, beheizbares Lenkrad, Spurhalteassistent, Adaptivtempomat. Sitzkomfort in der zweiten Reihe ist gut. Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,84 groß, könnte auch hinter mir ganz gut sitzen und auch die Kopffreiheit geht in Ordnung. Einige clevere Details bieten sowohl der Fahrersitz als auch der Beifahrersitz. Das beginnt hier, das kann man in den Kopf, das integriert in den Kopfstützen als Kleiderbügel zu verwenden. Dann gibt es einen modernen USB-C-Anschluss und an der Rückseite noch einen Haken für eine Einkaufstasche.
Der 4,51 Meter lange Sportage bietet einen sehr geräumigen Kofferraum. In Grundstellung beträgt das Volumen 587 Liter. Sehr praktisch ist die im Verhältnis 40-20-40 geteilte Rückbank. Somit kann der mittlere Lehnenteil auch einzeln umgeklappt und als Skidurchreiche verwendet werden. Wird die Rücksitzlehne komplett umgelegt, stehen beachtliche 1776 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Unterhalb des Ladebodens gibt's beim Testwagen kein Reserverad, dafür ein gut sortierbares Zusatzabteil. Der Testwagen Kia Sportage 1,6 TGDI HEV AWD kostet in der hier gefahrenen GT-Line-Ausstattung 56.390 Euro. Wer auf Allrad verzichtet, kann auch um 44.490 Euro in der Ausstattung Silber bestellen. Die Modellvielfalt ist ohnehin sehr groß. Die Preisliste reicht von knapp über 30.000 bis knapp unter 60.000 Euro. Der Kia Sportage ist mit 2WD oder 4WD in vier Ausstattungslevels und motormäßig ebenfalls in vier Varianten zu haben: Benziner, Diesel, Hybrid und Plug-in-Hybrid. Letzterer hat eine 38,3 Amperestunden bzw. 13,8 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Polymer-Batterie und kommt auf eine rein elektrische Reichweite von 70 Kilometer. Mit dem Sportage hat Kia ein sehr attraktives Modell für ein immer noch sehr populäres Segment im Angebot. Und was der Hersteller außerdem noch anbieten kann, ist die 7-Jahres-Garantie oder 150.000 Kilometer, was zuerst eintritt.